Ja, servus da, Freunde. Zeit für ein neues Zuschauer-Replay. Und ja, heute schauen wir uns mal ein Game an vom guten OKW-Spieler hier, Mr. Wixer. Schöner Name an der Stelle. Vielleicht zum Hintergrund. Der Kollege hat mir geschrieben, dass er so Level 8, 9 ist. Ebenso wie sein Gegner. Das heißt, bevor da wieder irgendwelche Kommentare kommen und so, das ist halt so bei Zuschauer-Replays, das sind halt keine Top-Pro-Replays, das ist der Sinn von der Sache. Deswegen finde ich es halt immer komisch, wenn man sich darüber beschwert, aber okay, ne, das nur vorneweg. Also, wenn ihr ein Pro-Gameplay sehen wollt, dann ist das jetzt nicht das richtige Video, aber da kommen halt dann auch wieder andere. Das ist halt einfach ein anderes Format. Ja, dann vielleicht noch was anderes, und zwar die Geschichte mit dem Clan. Erstmal danke an alle, das scheint ja irgendwie ganz ordentlich anzukommen, die Idee zumindest. Und ich lese aufmerksam alle Kommentare und Vorschläge unter dem Video. Also immer weiter so. Wir sind, oder ich vor allen Dingen, fleißig am Sammeln von Ideen und Namensvorschlägen und whatever. Also auf jeden Fall danke an der Stelle für eure rege Teilnahme, und ich denke, ich werde das auf jeden Fall machen. Mal gucken, wie schnell das geht und so und in welcher Form dann. Aber ich denke, so die Resonanz war bisher so gut, dass ich schon denke, dass ich das machen werde. Für die, die jetzt gerade nicht wissen, worum es geht, schaut euch einfach das vorige Video an. Da ging es um die Gründung, die eventuelle Gründung eines Clans. Also eines COH2-Clans. Und wenn ihr euch da näher für interessiert, dann schaut euch das Video an. Und ja, gebt euren Kommentar dazu ab. So, aber jetzt genug gelabert. Wir sind hier auf Lost Glider, und unser Kollege, den wir heute ein bisschen begutachten werden, ist der gute Mr. Wixer als OKW. Overwatch hat er drin, das ist immer gut irgendwie. Mich hat letztens mal einer gefragt bei OKW, bei YouTube, ob denn Overwatch immer noch gut ist, nachdem die Jäger ja jetzt nicht mehr spawnen in Häusern und ein bisschen teurer sind. Ja, sind sie. Immer noch sehr cost-efficient. Dann Breakthrough. Ist jetzt nicht so der Burner, aber Panzerphysis sind halt nicht so schlecht. Und Spec Ops, das gute alte Spec Ops. Dann haben wir hier so einen Nummernfreund. Was hat der so drin? Shock Rifles. Ja, IS-2, KW-8, bla. Kann man auf jeden Fall machen. Counter-Attacks. Also, das ist so ein bisschen so ein Ding. Penis und Shock Troops, während man von Mother Russia aktiviert hat, sind halt hart OP. Ich persönlich nehme die Doc trotzdem selten, weil das ist halt irgendwie auch alles, was ich an der Doc haben will. Aber das ist auf jeden Fall echt Overkill. Und deswegen, das kann man schon machen, ne? Und das gute alte Gardemotor. Guards, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Ja, der Mörser, Mark Vehicle und so. T3485, immer noch eine der besten Docs, und das wird auch wahrscheinlich für immer so bleiben. Also, wenn ihr unsicher seid oder keinen Plan habt, was ihr nehmen sollt, nehmt einfach immer das. Das passt immer irgendwie. Weil ihr habt halt gute Tanks drin, ihr habt bockstarke Call-in-Infanterie drin, ihr habt einen Mörser drin, ihr habt Selbstrepair und ihr könnt die gegnerischen Vehikel marken. Also, die Kombination ist eigentlich immer noch unübertroffen. Ja. Gut, aber dann lassen wir jetzt einfach mal laufen und gucken mal. T1 Start. Mal sehen, ob da ein Clown-Car kommen wird. Ich vermute ja. Volks- und Conscripts. So. Aber wir haben ja nur ein Conscript, und ich denke, dann wird er halt umswitchen auf Penals. Mache ich auch ganz gern mal so. Hier war, glaube ich, keine Capping Order festgelegt. Kann man auch machen. Spart Zeit und so. Volksgrenadier, ready for action.
Was ich immer ganz geil finde, gerade auf der Map, ihr könnt eigentlich direkt mit den ersten zwei Trupps auf diesen Cut-off hier pushen. Jetzt ist es so ein bisschen zu spät dafür, aber das ist auf jeden Fall, das kann man machen, gerade auch gegen Russen, die starten halt nicht so schnell. Also, das läuft dann so ab. Ihr nehmt den Trupp hier und lauft schon mal hier vor. Da könnt ihr ja die Siegmarke hier cappen, oder ihr cappt erstmal mal was anderes. Wie ich es normalerweise mache, ist, ich renne vor, cappe die zwei Punkte hier und bin dann vorne mit dem Volks- und dem Sturmpio. Und dann könnt ihr hier mal so reinsneaken und gucken, was hier vom Gegner ist. Im Normalfall ist da nicht viel, und selbst wenn der Conscript hier ist, das gewinnt ihr locker mit Sturmpio und Volksgrenadier. Und dann pusht ihr auf diesen Cut-off hier, versucht den Decap zu machen. Und am besten ist es noch, wenn ihr den Volksgrenadier in dieses Haus hier reinkriegt, dann ist euer Gegner erstmal eine Weile beschäftigt, euch da wieder wegzukriegen. Ihr werdet da wahrscheinlich nicht für immer bleiben können, aber das geht dem Gegner erstmal hart auf den Sack. Also das kann ich nur empfehlen. Und er kriegt kein Fuel rein und so. Was er auch nicht reinkriegt, ist Munition, weil er, glaube ich, nicht geschnallt hat, dass er nicht connected ist zu diesem Punkt. Um die Muni hier reinzukriegen, müsst ihr den Punkt haben oder aber die mittlere Siegmarke. Und das ist ein weiterer Vorteil von der Capping Order, die ich gerade gesagt habe. Ihr habt direkt die Siegmarke hier. Wenn dann eine Einheit den Punkt hier capt, dann ist er direkt connected, ohne dass ihr den auch noch, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der einzige Nachteil in dieser Capping Order ist, dass ihr halt langsamer capt. Also das heißt, wenn die zwei Einheiten hier vorne Ghetto-Stress machen, könnt ihr selbstverständlich erst mit eurer dritten Einheit euren Fuel hier cappen. Ich bin aber der Meinung, das ist es wert, den Stress, den ihr dadurch erzeugt. Aber das nur so zur Capping Order, die man machen kann. Und es ist natürlich sehr offensiv. Das heißt, bei sowas besteht natürlich immer die Gefahr, dass es schief geht. Aber im Normalfall, wenn man das ordentlich macht, klappt das. Gerade gegen Russen, weil was soll der haben? Und wenn hier, sollten hier dann tatsächlich alle seine Einheiten stehen, ja, dann geht ihr halt wieder zurück, stellt euch hier in Deckung, ne? Sniper, lol. Also, spielt nicht Sniper gegen OKW, zumindest nicht so früh, das läuft nicht. Jetzt muss ich schon wieder stoppen, sorry, aber dann lasse ich es durchlaufen. Das ist jetzt ein Ding, ich weiß nicht, ob unser OKW-Freund den Sniper schon gesehen hat, aber der Punkt, warum man das gegen OKW nicht macht, ist das, was ihr hier seht. Der hat einen Conscript und einen Sniper, und der UKW-Spieler hat drei Volks und einen Sturmpio. Das heißt, wenn ihr das seht als UKW, dann rennt ihr wie ein Irrer nach vorne und pusht auf seinen Cut, auf seinen Fuel, weil der kann das niemals aufhalten. Der kann vielleicht euch den ein oder anderen Model rauspicken mit dem Sniper, aber der kann nichts machen. Ihr habt einfach viel mehr Kampfkraft auf dem Feld. Und das ist der Grund, warum man das als Sowjet halt nicht macht, normal auch. Gegen Wehrmacht ist das was anderes. Wehrmacht startet auch langsamer ins Spiel, da ist das dann nicht ganz so schlimm. Aber gegen OKW, wenn der OKW-Spieler das rafft, dann rennt er jetzt in dem Moment, wo den Sniper steht, nach vorne und rennt komplett über euch drüber. Und ihr kriegt keinerlei Ressourcen rein und so. Deswegen, don't do that, man. Und wenn, dann bringt man den Sniper erst später, wenn man so ein bisschen stabiler auf der Map steht, ne? Aber das ist jetzt tatsächlich, ich weiß es nicht, ob er ihn gesehen hat, ne? Aber ich denke, er wird ihn gleich sehen, und ja, dann hoffe ich, dass er auch richtig reagiert. Ich glaube nicht, dass er ihn gesehen hat, weil sonst würde er jetzt anders spielen. Ihr seht's, der kann doch nichts machen, wenn er jetzt mit allen seinen Einheiten nach vorne rennt. Und was man jetzt auch tun sollte, wenn man das sieht, bau noch ein Volks, Kollege.
Je mehr Infanterie du jetzt dann kriegst, desto besser, weil dein Gegner hat nichts, um das aufzuhalten, und das musst du jetzt ausnutzen, ne? Und das kannst du natürlich noch schlimmer machen, indem du einfach noch ein Volks bringst, und dann kriegst du Hardcore Map Control und dann spielst du direkt into Lux. Und ja, wie gesagt, das ist der Grund, warum man das einfach nicht tun sollte. Jetzt kommt aber der Push auf den Cutoff, das gefällt mir gut. Er will halt den Sniper flanken, aber ist ja besser jetzt den Decap hier zu machen, weil den Sniper kriegst du jetzt nicht. Und jetzt Push auf den Punkt hier und auf den Cutoff. Also wenn normalerweise, ja, es ist schon okay so. Wenn wir nicht zu viel jetzt erwarten. Und jetzt nicht, aber jetzt nicht krampfhaft in dem Sniper hinterherrennen. Der Sniper ist zwar nervig, aber das, was man jetzt ausnutzen muss, ist, dass der Gegner keine Infanterie hat. Und es ist halt jetzt ärgerlich, dass du nix gecapped hast. Ne? Du hast den Decap hier nicht gemacht und den Fuel hast du auch nicht decapped. Also am Ende vom Tag hat der Sniper jetzt ein bisschen Damage kassiert. Was egal ist, weil sein Heal gleich da ist, und du hast nichts gewonnen. Das ist jetzt halt taktisch nicht so geil gewesen. Und jetzt cap doch hier, wenn der hier wegläuft. Musst du jetzt halt, das habe ich ja schon öfter angesprochen, was man sich überlegen sollte. Ja, Overwatch mit Jäger passt. Auch das ist gut gegen Sniper. Was man sich halt überlegen muss, ist immer, wenn der Gegner was macht, wa was für Einheiten hat er jetzt auf dem Feld? Und wenn du dir mal überlegst, was er auf dem Feld hat, weißt du, es ist viel weniger als du. Und jetzt ist halt, push doch auf den Fuel jetzt. Das ist hier nicht verboten. Also du machst halt nichts draus aus dem, was dein Gegner hier macht, weil dein Gegner macht eigentlich totalen Scheiß. Deine Build-Order an sich ist genau richtig. Also wie ich es gesagt habe, entweder du baust noch ein Volks into Lux oder halt meinetwegen Overwatch und einen Jäger und dann into Lux. Also das passt schon jetzt so. Du siehst, du hast den Fuel schon fast. Du könntest ihn jetzt schon haben, wenn du pushen würdest, aber du tust es halt nicht aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Und du capst auch hier nicht aus einem Grund, den ich nicht verstehe. Tu es, sei offensiver, mein Freund. Also das hier tut weh, ne? Du stehst hier vor dem Fuel und capst ihn nicht. Und stattdessen capst du jetzt die Siegmarke. What the fuck, man? Das ist nicht gut. Du gibst deinem Gegner jetzt die Chance, seine Armee aufzubauen, und das darf man nicht machen. That's not good, my friend. Die Kollegen hier sind gut gegen Sniper, weil sie halt getarnt sind. Wenn der Sniper hier reinläuft und auf den hier trifft, ist er tot. Aber du siehst, was hier abgeht, oder? Also jetzt ist schon wieder so, der ist mit allen seinen Einheiten hier. Dann weißt du, da drüben kann nichts sein. So viele Einheiten kann er nicht haben. Das heißt, cap mit dem den Fuel und push mit dem hier auf seinen Cutoff. Und dann kann er hier so lustig rumfeuern, wie er will. Am Ende vom Tag verliert er nur Map Control und Ressourcen dabei. Und stattdessen machst du gar nichts und lässt dich einfach nur hier beschießen. Das ist halt, ne? Das ist nicht so toll halt. Alternativ kannst du natürlich versuchen, jetzt seinen Sniper zu flanken, weil er halt auch das unglaublich schlecht macht eigentlich mit dem Sniper. Das ist so gefährlich. Ja, der stirbt jetzt, oder? Na, ja. Do it, Jägers. Ja. Und jetzt aber bitte auf den Cutoff pushen. Scheiß auf das hier. Du kannst das Gefecht kannst du jetzt nicht gewinnen. Und dann gehst du halt woanders hin, ne? Das ist im 1 gegen 1 immer so. Wenn du ein Gefecht hast, das du nicht gewinnen kannst, dann scheiß drauf und geh woanders hin, ne? In Teamgames ist das nicht immer möglich, so, aber im 1 gegen 1 schon. Und jetzt bist du endlich mal nach 6 Minuten auf die Idee gekommen, hier zu cappen. Das kannst du natürlich viel, viel früher machen. Ich denke aber, das ist halt schlicht und ergreifend so ein Übersichts- und Micro-Ding. Wenn du zum Beispiel die taktische Karte benutzt, dann siehst du halt sowas instant, ne? Oh, ja, aber das sollte klappen noch. Also das Spiel läuft ja okay für dich, außer dass deine Muni nicht connected ist, weil du den Punkt hier nicht hast.
Das scheint beiden Spielern nicht klar zu sein, wie hier dieses Cut-Off-System auf der Map funktioniert. Und hier ist auch so eine Sache, geh in die Deckung jetzt und Captain Fuel, der macht keinen Schaden. Hier schießt nur ein Model raus. Geh da weg! Oh. Also wenn du hier jetzt stehen bleibst, bist du tot, ne? Gottes Willen. Ich höre ihn schon, den Schuss. Geh doch weg da. Jetzt hast du es gerafft. Gut. Aber der Punkt ist, du bist halt, das ist vermutlich einfach so ein Übungsding. Wenn du sagst, du bist Level 8, 9, wahrscheinlich hast du noch nicht 17.000 Spiele. Das ist einfach so ein Übersichtsding. Also, das ist also eine Erfahrungssache. Also, irgendwann kommst du halt dazu, dass du halt automatisch dann, wenn du hier gepusht wirst, dann läufst du halt hier durch und so. Aber nicht einfach immer nur stehen bleiben und drauf warten aufs Beste. Aber was halt auch ziemlich geil ist, das Haus hier. Setz einfach eine Einheit in das Haus, der kommt hier nie wieder ran in der Mitte erstmal. In der Zeit kannst du hier halt lustig rumcappen. Hier hättest du zum Beispiel auch die Zeit nutzen können, um dir zum Beispiel hier einen Sandsack hinzubauen. Dann hast du die grüne Deckung und dann gewinnst du nämlich das Gefecht hier, wenn der auf dich zucharge. Jetzt gewinnst du es halt nicht. Die Satchel Charge war Bullshit. Ist halt verschwendete Muni, weil er hätte das Gefecht sowieso gewonnen. Also, ne? Was machst du jetzt gut? Hier musst du einfach nur gucken. Du hättest in dem Spiel, hast ja halt zwei Chancen ausgelassen, wo du das, was du jetzt gerade machst, auch hättest machen können. Also direkt am Anfang, dann als du seinen Sniper gesehen hast, da kannst du einfach noch mehr Druck machen, wenn dein Gegner so spielt, wie der es hier tut. Was mir nicht so ganz klar ist, ist, was soll das? Also du hättest ja schon lange den Lux bringen können. Stattdessen texte jetzt weiter. Das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Wozu bringst du dann das Ding hier? Wenn du eh kein leichtes Fahrzeug bringen willst, dann bring halt T1 mit Heal. Ist viel besser, spart dir Muni. Weil du hast 1, 2, 3, 4 Infanterieeinheiten, die du eigentlich upgraden willst. Und du kannst es dir nicht erlauben, dauerhaft Muni für Heal auszugeben. Das kann man schon machen, aber. Also, wie soll ich das sagen? Du kannst das machen, solange du dann aber auch ein leichtes Fahrzeug bringst, weil die fehlende Kampfkraft hier, die wird halt ausgeglichen durch den Lux, der dann kommt. Aber du tust es nicht und dann ist es halt Kacke, weil dann du kriegst jetzt keine Upgrades und ein leichtes Fahrzeug hast du auch nicht. Und stattdessen texte jetzt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du texte. Weil das Spiel hättest du schon lange im Sack haben können, ne? Dein Gegner spielt taktisch ziemlichen Scheiß. Und wenn jetzt ein Lux auf dem Feld ist, der kann das nicht aufhalten, ne? Der hat einen PTRS-Typ, der wird einfach nur zusammengeschossen. Also, du machst jetzt hier keine groben Fehler, aber du holst nicht ansatzweise das Maximum von dem raus, was hier möglich wäre. Und hier auch noch so ein kleiner Tipp. Es ist nicht immer sinnvoll, wie ein Irrer mit Nades um sich zu werfen, weil die Muni fehlt dir für Upgrades und die nachhaltige Lö nach viel nachhaltiger ist es, wenn du deine Infanterie upgradest. Weil sie dann dauerhaft mehr Kampfkraft haben und eine Nade hilft dir halt nur sehr kurzfristig. Und in dem Fall ist es halt so, das Gefecht hier hättest du so oder so gewonnen. Wenn du einfach hier in grüner Deckung stehen bleibst, du gewinnst das hier schon, das passt schon. Bleibst du einfach stehen. Und das Gefecht hier gewinnst du auch. Bleib hier einfach stehen. Hier schießt nur, wie du siehst, hier schießt nur ein Mann raus. Das gewinnst du. Das dauert halt ewig, aber scheiß drauf, ne? Er will ja was von dir. Er will ja auf den Punkt hier pushen und das wird er niemals schaffen. Stattdessen hat er eine sauteure Einheit in dem Haus sitzen, die ihm nichts bringt. Also alles gut. So, was texten jetzt? T1. Also das verstehe ich nicht. Wieso das hier?
Also wenn du T2 gehst, dann bring auch einen Lux oder einen Puma, je nachdem, was du halt brauchst, aber das ist Bullshit. So. Das bringt dir nichts. Hier schön den Mörser ausgewichen. Oh, jetzt hat der Typ das auch gerafft, dass das ein Scheißgefecht ist für ihn. Und jetzt kommt in Minute 12 doch der Lux. Also das ist nicht, wie soll ich das sagen? Ich verstehe es halt nicht. Das ist nicht durchdacht. Je früher der Lux kommt, desto mehr Impact hat er und du bringst ihn dann jetzt 5 Minuten später, als es möglich gewesen wäre. Also, was du so machst, T2, Lux, T1 und so, das ist alles in Ordnung, aber es ist nicht optimal gespielt halt. Der Lux kommt viel zu spät und so. Du hattest ja Heal Packages eh schon hier liegen. Du hast das T1 jetzt nicht dringend gebraucht. Der Lux muss kommen halt, wenn es halt geht. Und nicht in Minute 12,5. Ich meine, der Typ hier, der kriegt ja gar nichts auf die Kette. Der Lux ist jetzt immer noch gut, aber du hättest das Spiel schon normalerweise, wenn du das Maximum rausholst, ist das Spiel hier in Minute 8 vorbei, in dem Moment, wo dein Lux rauskommt. Weil er ihn einfach nicht aufhalten kann. Und du stehst auf seinem Cutoff und er kommt nicht mal mehr aus seiner Base raus. So muss das Spiel eigentlich laufen aus deiner Sicht. Weil du alles an der Hand hast, um genau das zu machen. Und dein Gegner hat gar nichts. Und ja. Es sieht ja immer noch sehr gut aus für dich, aber es ist halt, ist auch nicht. Du lässt ihn halt völlig ohne Grund hier ins Late Game kommen. Das ist nicht gut. Und jetzt ist der Punkt, und das ist eigentlich auch gut für dich. Nein, hier nicht stehen bleiben. Das ist eigentlich auch gut für dich. Er rüstet alle seine Pinels aus mit PTRS. Das heißt, die sind jetzt schlecht gegen Infanterie. Und dementsprechend muss dein Ziel jetzt sein, hör auf, Heal Packages zu legen. Hör auf, Nades zu werfen und rüste deine Infanterie auf. Ja, dann ist immer noch das Ding, deine ganze Infanterie läuft einfach über seine drüber. Der kann das nicht aufhalten. Der hat kein leichtes Fahrzeug. Die PTRS-Rifles sind scheiße gegen Infanterie. Die verlieren gegen STG-Volks. Und dazu hast du halt noch einen Lux. Den kannst du jetzt halt nicht mehr dann so offensiv einsetzen, aber das musst du auch gar nicht, weil der Lux hat jetzt nur die Funktion gehabt, ihn zu zwingen, PTRS auszugeben und jetzt rennst du mit deiner Infanterie einfach nach vorne auf sein Cut-off und der Lux bleibt dahinter. Um noch ein bisschen Damage auszuteilen. Hier übrigens, kleiner Tipp. Stell dich nicht hierhin bei dem Gefecht, sondern hier. Wenn du hier stehst, der Gegner kann aus dem Haus nicht rausschießen, aber du kannst reinschießen, ne? Gewinnst es jetzt auch so, aber wenn das Haus hier, wenn da einer drin sitzt, stellt euch hier hin. Das gleiche gilt übrigens hier. Ist das gleiche. Ihr könnt hier reinschießen, aber der Gegner nicht raus. Das heißt, wenn euer Gegner dieses Haus sich hier holt, dann und ihr von unten hier startet, dann stellt euch einfach hier hin und schießt ihn raus, ne? Das heißt, das Haus hier ist gut, aber halt nur bis zu einem gewissen Grade. Das Haus ist gut, um das hier zu covern zum Beispiel und um Stress zu machen. Aber die richtige Reaktion ist dann, wie gesagt, aus hier rauszulaufen und sich da hinzustellen, ne? Und genau gespiegelt ist es halt hier. Und du siehst, du hast ein Munitionsproblem und das ist völlig ohne Grund. Das ist jetzt eine gute Idee, da Wire hinzulegen.
Immerhin sind die schon aufgerüstet, das ist schon mal gut. Und du hältst halt deine Einheiten auch nicht zusammen und so. Und hier wirfst du schon wieder eine Nade, die auch sinnlos ist, weil... Also das ist wirklich ein großes Problem, das ich bei dir jetzt in dem Spiel sehe. Du wirfst halt... also sorry, wenn das jetzt hart klingt, aber du wirfst halt ohne Sinn und Verstand mit Nades um dich. Und das kostet dich nur... Das kostet dich nur Muni. Und du wirfst es, die Nades halt in Situationen, wo es keinen Sinn mehr gibt. Also vorhin hast du sie geworfen bei dem Gefecht, dass du auch so gewonnen hättest. Und hier hast du sie geworfen bei dem Gefecht, dass du so oder so nicht gewinnst. Also das macht keinen Sinn. Nades sollte man halt werfen, wenn sie einen Unterschied machen. Also wenn ich ein Gefecht habe, dass ich nicht gewinne, außer ich werfe eine Nade, dann macht das Sinn und ansonsten nicht. Und jetzt kommt ein Püppchen, da halte ich auch nichts von. Der beste Weg, um einen T-70 zu countern, ist ein Puma. Weil mit einem Püppchen kriegst du einen T-70 normal nicht down, außer der Gegner ist Brain AFK. Hier ist übrigens noch ein Haus, wo man sich bitte hier hinstellt. Kollege, hier ist kein Fenster, das sieht man doch. Hier ist kein Fenster, stell dich hier hin und der Gegner kriegt nur Damage und teilt keinen aus. Hier machst du es richtig, aber wieso stehst du mit der Einheit hier? Die kriegt hier voll auf den Sack. Aber wieso? Und jetzt geh in das Haus rein. Geh in das Haus. Und jetzt siehst du, jetzt hast du wieder eine Einheit, du hast drei Models verloren, eine Einheit, die retreaten muss. Hier sind schon zwei Einheiten, die retreated sind, aber völlig ohne Grund. Also hättest du den Volks genauso hier hingestellt, wie du es mit dem Sturmpyro machst, dann hätte der jetzt noch fünf oder meinetwegen vier Mann und er wäre halt noch da. Und da du öfter solche Situationen hast, wo du einfach die Gefechte nicht optimal führst und die Gegebenheiten der Map nicht ausnutzt, führt das dazu, dass du nie deine komplette Kampfkraft auf dem Feld hast. Du siehst, du hast hier eine Einheit und hier und der da und der Rest ist entweder auf dem Retreat oder in der Base. Und deswegen konntest du in dem Spiel eigentlich nie so richtig ausnutzen, dass du infanteriemäßig eigentlich überlegen warst und immer noch bist. Und deswegen dauert das Spiel auch so lange, ne? Weil das Spiel ist eigentlich durch gewesen, schon vor 100 Jahren. Und du führst aber die Gefechte nicht optimal und deswegen gibst du deinem Gegner immer die Möglichkeit, Überzahlsituationen zu schaffen, was eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und so langsam hat der Russe aber dann halt dann doch ein Setup zusammen, wo das halt nicht so einfach zu handeln ist. Aber der Vorteil von UKW ist halt, dass du den Russen hart pushen kannst im Early, weil der so schnell, wenn der T1 geht und auch noch Sniper, auch selbst wenn er keinen Sniper bringt, wenn er T1 bringt und Penis, du hast einfach mehr Einheiten als der Russe, weil deine Infanterie billiger ist. Und das muss man ausnutzen im Early. Der hat ja auch noch den Gefallen getan, dass er keinen Clown-Car bringt. Das ist ja immer so das, wie man das als Russe ausgleichen kann. Das hat er auch nicht getan. Also ein Russe, der so spielt wie dein Gegner, der ist eigentlich nach 8 Minuten GG, weil das halt Bullshit ist, ne? Ja, und das Püppchen, das kommt nicht hinterher, ne? Bis das jetzt hier da drüben ist, hast du das Gefecht schon lang verloren. Deswegen brauchst du einen Puma. Ist ja jetzt auch nicht so geil, weil viermal PTRS und so. Aber das Ding hat ja Smoke und bla 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 und so. Aber jetzt bist du in voll der Scheißsituation und das ist halt mehr als unnötig jetzt gewesen, ne? Ja, und dann natürlich, wie schon gesagt, dein leidiges Munitionsproblem ist halt auch voll unnötig.
Nate. Jetzt brauchst du auch nicht mehr recheaten. War den Wire kaputt. Lol. Lol. Jetzt nicht. Jetzt kannst du ihn dran lassen, den Wire. Okay, das war hardcore. Das ist eine der dümmsten Aktionen, die ich seit langem gesehen habe. Das war natürlich echt bad luck. Das passiert mir auch ab und zu. Der hat wahrscheinlich hier hingeklickt und dann aus Versehen ist er dann darüber geklettert. Wie man das verhindern kann, dass das passiert ist, das ist jetzt wieder ein bisschen schwer zu zeigen. Aber der Punkt ist, wenn ihr jetzt eine Einheit ausgewählt habt, dann klickt ihr nicht einfach mit rechts hier hin, weil dann besteht die Gefahr, wenn ihr nur einen Millimeter zu weit klickt, dann klickt ihr hier drauf und die Einheit steigt darüber und dann kann sowas passieren. Ihr klickt rechts, also Einheit ausgewählt, rechte Maustaste gedrückt halten und dann so machen, ne? Dann seht ihr hier so drei Pfeile, die in Richtung der Deckung gehen und dann stellt sich die Einheit direkt total schön an die Deckung ran. Und dann kann euch das auch nicht passieren, dass ihr aus Versehen da drüber klettert. Das kann ich jetzt nicht zeigen, weil es halt ein Replay ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, Püppchen schießt vorbei, das ist halt so, ne? Retreat, retreat. Enemy forces capturing supply sector. Nicht dem Gegner noch ein Püppchen schenken. Da musst du sofort retreaten. Das Schlimmste, was man machen kann, ist dem Russen Anti-Tank zu schenken, weil das ist seine Achillesferse. Oh. Also wenn du T2 spielst, dann bring einen Lux und einen Puma. Wenn du T1 spielst, dann geht das natürlich nicht. Dann musst du mit Püppchen leben, so. Aber wenn du so spielst, dann verstehe ich wirklich nicht, warum du die Einheiten, die du bauen kannst, nicht halt auch einfach baust. Ansonsten spielt T1 into T3 und dann bringst du den P4 und dann hat sich die Sache auch erledigt, aber es dauert halt ein bisschen länger. Aber so, das ist halt weder Fisch noch Fleisch, ne? Und deswegen tust du dich jetzt hier auch voll schwer. Und je länger das Spiel dauert, desto stärker wird der Russe halt dann. Jetzt kommt wieder der Tech, keine Ahnung wieso. Und du flattest halt 1000 Manpower, ne? Warum? Bringen MG? Du hast ja eins verloren irgendwo. Keine Ahnung, wo das hin ist überhaupt. Bringen MG und noch ein Püppchen oder so. Ja, ein Püppchen reicht sowieso nicht, ne? Und musst dringend deine Infanterie upgraden. Du hast ein Wett 5 Volks. Gib ihm STG, der ist um Welten besser. Der Typ schnallt das echt nicht mit dem Haus, dass das Kacke ist. Ein Mann, Kollege, ein Mann. 5 Mann. Finde den Fehler. Jetzt kommt hier der Tech. Die Frage ist, wozu brauchst du den? Du hast kein Fuel, um den Tank zu bauen. Und Infanterie brauchst du nicht, weil du kannst ja auch Jäger callen und so. Klar, du kannst jetzt den Obersoldaten bringen oder so. Die Obersoldaten sind nie schlecht. Aber, also dein Tacking macht keinen Sinn irgendwie. Das ist übrigens so eine Geschichte, wieso ich vorhin gesagt habe, warum man einen Puma bauen sollte, wenn man T2 schon stehen hat. Wenn man es halt nicht hat, dann natürlich nicht. Aber wenn man es schon hat, dann baut man einen Puma. Warum? Jetzt ist ein bisschen spät. Der kann froh sein, wenn er noch lebend rauskommt. Aber der hatte ja volles Leben, als der T70 hier ankam. Dann faustest du den, der hat Motorschaden und dann
kommt hier der Puma ums Eck und killt das Ding. Jetzt könntest du sagen, ja, aber hier steht ein PTRS-Typ im Weg. Ja, aber das ist ja the joy of Puma. Dann kannst du nämlich zum Beispiel hier durchfahren, du aktivierst Smoke, der kann dich nicht beschießen und dann fährst du hier durch und killst den T70. Ne? Das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, der Vorteil von dem Puma gegen ein Püppchen ist schlicht und ergreifend, wenn der T70 Motorschaden kriegt, ist er tot. Und das ist sehr, sehr gefährlich für den Russen und zwingt ihn dazu, den sehr, sehr vorsichtig einzusetzen. Der Typ ist halt einfach hart verkacken, weil der ist nicht gut. Und deswegen, das schränkt den T70 so dermaßen ein, wenn ein Puma da ist. Das ist richtig nice halt, ne? Und der kann halt nichts dagegen tun. Und du musst wiederum nur auf die Typen aufpassen. Aber da ist halt, ne, Smoke for the win, ne? Aber hätte Fahrradkette, es ist halt nicht so. Ja, stattdessen hast du jetzt alle drei Tech-Gebäude und hast eigentlich nichts gebaut, groß, außer einen Lux und der kam viel zu spät. Jetzt kommt ein Obersoldat und wie gesagt, Obersoldaten sind immer gut irgendwie, aber warum? Dafür hast du jetzt 120 Fuel ausgegeben. Einfach mehr Jäger callen und einen Puma holen noch. Dann wäre das Spiel auch vorbei gewesen. Der T70 macht hier so viel Stress und es ist halt. Ah, das ist bitter. Also du musst dich beim Tagging für eins entscheiden. Entweder du das hier Lux plus Puma, dann irgendwann halt später das T1 für Heal und dann gehst du aber Spec Ops, falls du später noch den Kommandopanther brauchst. Oder aber du spielst T1 mit viel Infanterie, Heal kostet 1, 2, 3 Jäger into P4. Aber so mal so, aber nicht von allem ein bisschen und nichts richtig. Das funktioniert nicht, wie du hier ja auch jetzt siehst. Und um es nochmal zu sagen, du musst deine Infanterie aufrüsten. Du nutzt den Vorteil, den du hast, gar nicht aus. Die UKW-Infanterie ist halt besser wie die Russen-Infanterie, wenn sie wetthaben und aufgerüstet sind. Die einzigen, die da mithalten können, sind hier die Guards, aber der Rest ist Fallobst dann und das machst du aber nicht. Und ein Wett 5 Volksgrenadier mit STGs gewinnt halt auch gegen den Gardetruppler, ne? Wenn er nicht gerade in den Nate rennt. Ja. Und der T70 gibt dir halt hart auf die Fresse. Das ist natürlich blöd. Das kann man dir, also mit einem Püppchen kann ich auch keinen T70 countern, deswegen kein Vorwurf hier, aber deswegen ja der Puma. Wo ist denn das Püppchen? Irgendwo. Und jetzt halt mal einen koordinierten Angriff starten, ne? Das Püppchen mitnehmen und mit den Einheiten rennst du hier drüber. Da kann das nicht aufhalten. Da ist ein Gardetruppler, sonst nichts. Das reicht ja nicht. Push ihn einfach. Renn einfach vor. Mit allen Einheiten. Püppchen mitnehmen. Oh, je, je. Püppchen trifft halt nicht, aber darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass der T70 sich verpisst.
Boom, aber du führst die Gefechte nicht gut. Du hast jetzt schon wieder unglaublich viel Damage kassiert. Völlig ohne Grund. Einfach hier Tactical Skill Group, hier reinlatschen, das Püppchen rollt hinterher und dann ist alles supi. So ähnlich hast du es ja gemacht, aber halt einfach nicht ordentlich. Hast halt voll auf die Fresse bekommen, so rein Manpower-mäßig. Und wenn wir mal gucken, das Kill-Death-Verhältnis einigermaßen ausgeglichen ist, so wie der Gegner spielt, müsste es aber klar zu deinen Gunsten eigentlich sein. Und dadurch, dass du das nicht ordentlich timest, deine Angriffe und so, hast jetzt hier wieder den Decap nicht geschafft und so. Also die Idee war ja nicht schlecht hier, aber das musst du halt ein bisschen besser timen, ne? Das ist zum Beispiel ein Gefecht, wo eine Nade dafür sorgt, dass er sich verpisst. Also die Nade, die kann man jetzt mal machen. Aber so ziemlich alle anderen waren mehr oder weniger sinnfrei. Jetzt steht das T4. Das ist nicht so ein Problem. Also ich würde jetzt trotzdem P4 bringen, ne? Den brauchst du gegen den T70 und die Infanterie. Und jetzt stehst du hier einfach und lässt dir wieder vom T70 auf den Sack geben. Das ist halt. Ja, jetzt hätte schon noch cappen können, ne? Aber okay. So. Upgrades, my friend. Upgrades. T3485. Und das ist der Grund, warum man, wenn man Lux spielt, ganz gerne Spec Ops nimmt. Weil von den CPs her und so. Also du hättest jetzt einen Kommandopanther gehabt. Weil, wenn du Spec Ops nimmst, also du baust nur die zwei Headquarter, das hier kostet 120 Fuel, das Ding. Und wenn du die hier drauf rechnest, hättest du jetzt weit über 230 Fuel gehabt und hättest jetzt instant den Kommandopanther callen können, wo du den hier siehst. Und dann ist das Spiel wiederum halt auch relativ schnell vorbei. Hier ist wieder eine sinnlos Nade, weil das Gefecht gewinnst du auch so. Das ist einfach rausgeschmissene Muni. Keine Nades ständig werfen für Gefechte, die man sowieso gewinnt. Und jetzt kommt halt der P4. P4 ist immer nice, klar, aber gegen T3485 mit Mark Target ist das halt auch kein Spaß. Und dein Gegner hat noch ein Püppchen gekriegt von dir. Jetzt kommt hier wieder eine Nade, wahrscheinlich brauchst du nicht. Einfach weiterlaufen, in das Haus hier gehen, MG vertreiben, ciao. Oder mit dem hier flanken. Aber du hast jetzt hier gerade einfach. Oh, was ist denn hier passiert? Okay, der muss sterben. Wird wahrscheinlich jetzt aber bouncen, oder? Nee, sehr gut. Ja, also das mit dem T34 hat jetzt geklappt, aber nicht, weil das so ein tolles Gefecht wäre, sondern weil der Gegner es halt scheiße gemacht hat, offensichtlich. Ich weiß gerade gar nicht, was hier passiert ist. Jetzt stirbt aber dein Headquarter, oder?
Übrigens sind so Gefechte Lux gegen T70 immer schöne Wettlieferanten. Also egal aus welcher Perspektive man das sieht, der T70 killt den Lux sehr langsam und der Lux macht sehr wenig Schaden gegen die T70. Aber der Punkt ist, beide Einheiten kriegen durch diese Gefechte ziemlich viel Wett. Und deswegen ist das ganz nice, eigentlich, wenn man die gegeneinander kämpfen lässt, auch wenn keine der beiden Einheiten das Gefecht mutmaßlich gewinnen wird. Lol, abandoned. Der Punkt ist, warum pushst du nicht auf den Mercer? Stattdessen reparierst du nur. Jetzt machst du es. Könnte zu spät sein. Das könnte klappen. Nice. Auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn das jetzt arschteuer ist und man das normal nicht mit denen machen will, aber du machst es jetzt hier richtig. Muss auf jeden Fall mitgenommen werden. Was auf keinen Fall mitgenommen werden darf, ist, oh Gott, ist der Lux. Was mir des Weiteren nicht so ganz klar ist, ist, warum beide Spieler über 1000 Manpower haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie popcapped wären. Sie bauen nur einfach nichts. Warum denn? Oh Gott, nein, 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 nein. Oh. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt scheiß auf das HQ, du kriegst da eh nichts mehr raus. Den P4 reparieren. Nice ist natürlich, dass du seinen Mörser jetzt gekriegt hast. Absolut übel ist natürlich, dass der den Lux hat. Glücklicherweise ist er zu doof, um zu raffen, dass er stehen bleiben muss fürs Repair. Kriegt das Ding eigentlich Self-Repair aus der Dock? Ich glaube nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich zugeben. Lol. Was soll denn der Scheiß? Der wollte unbedingt den P4 noch. Hätte sogar klappen können. Tja, eat the mortar. Ja. Was läuft denn hier? Also das ist natürlich jetzt richtig übel, dass der den Lux gekriegt hat, ne? Gottes Willen. Und der Typ steht wie ein Idiot immer hier. Der hat hier seinen Mercer und der ist absolut unprotected. Geh einfach hin und töte ihn. Na gut, jetzt kommt natürlich der Lux. So, und jetzt hau ab und wo ist dein P4? Kill him. Mach hier Combat Blitz und hol dir das Ding. Das muss jetzt passieren. Scheiß auf das Püppchen. Ein Püppchen killt den P4 nicht, außer du bleibst wie Brainer AFK einfach direkt davor stehen.
Ja, jetzt komm, push, 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 scheiß drauf, der muss weg. Ja. Oder auch nicht. Ja, die Sache ist halt, du rüstest halt auch zusätzlich zu den Punkten, die ich schon angesprochen habe, deinen Gegner halt mit allen guten Waffen aus. Du hast ihm ein MG34 geschenkt, du hast ihm ein Püppchen geschenkt und einen Lux. Das geht natürlich nicht, ne? Da ist es übel. Fast das ein Drittel von der Armee des Gegners ist halt von dir und das ist natürlich übel, ne? Das darf natürlich nicht passieren. Also, dass man mal ein Püppchen verliert, das passiert ja, kommt in den besten Familien vor. Aber nicht ein Püppchen, ein MG und ein Lux, das darf absolut nicht passieren. Der Typ setzt halt seinen Mörser so scheiße ein, sowas habe ich wirklich lange nicht gesehen. Und der Typ, er hat ja auch, also das, was ich dir vorwerfe, dass du da nicht richtig pushst und nicht guckst, dass deine Einheiten gleichzeitig auch auf dem Feld sind, das macht er auch. Nimm mal, heil mal alle deine Einheiten und dann push einfach mal irgendwo durch. Der hat doch nie irgendwas, um das aufzuhalten. Hier steht eine Infanterieeinheit, ein Püppchen. Wenn du hier mit drei Infanterieeinheiten und dem P4 reinfährst, ist hier Fasching, ne? Also, ich würde jetzt schlicht und ergreifend einfach noch ein P4 bauen. Scheiß drauf, ne? Dann läuft das schon. Ja. Wenn er jetzt, vielleicht kriegst du jetzt dein Püppchen wieder, das wäre wichtig. Bleib einfach stehen. Stehen bleiben. Accuracy, mein Freund. So, das ist wieder so ein Gefecht. Also erstmal gut und so. Das Gefecht ist gut für dich. Aber bleib verdammt nochmal stehen. Hier ist nichts, was dich bedroht. Das Püppchen ist weg. Die Typen hier machen nicht genug Schaden gegen den P4. Und die hier machen gar keinen Schaden gegen den P4. Und jetzt fährst du hier weg. Warum? Bleib stehen. Und warum man noch stehen bleiben sollte, ist, der P4 oder jede Einheit und jedes Fahrzeug vor allen Dingen hat mehr Genauigkeit, wenn sie steht. Also wenn du einfach jetzt hier stehen bleibst, kriegst du hier noch mindestens noch, also der Schuss hätte gesessen mit ziemlicher Sicherheit auf den Typen hier und bleib hier einfach stehen und der Typ kriegt voll auf den Sack. Und hier hast du halt wieder Einheiten rumstehen, die nichts tun. Das ist so eine Übersichtssache, denke ich einfach. Nimm die zwei Einheiten und push auf den Cut-off. Oder cap das hier. Aber die stehen nur rum. Einheiten, die nichts tun, ist immer schlecht. Es gibt Ausnahmen, aber im Normalfall immer Kacke. Es einfach ungenutzte Ressourcen sind. Warum baust du nichts, Mann? Kannst natürlich jetzt auch einen Panther holen, meinetwegen. Aber ein zweiter P4, der wäre schon vor 2 Minuten da gewesen, das wäre besser gewesen. Mit zwei P4s gewinnst du auch locker gegen den T34. Und es gegen Infanterie halt viel geiler. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Panther. Ist jetzt nicht falsch und so, aber so wirklich brauchen tust du nicht. Also ein P4 vor 2, 3 Minuten wäre besser gewesen. Funktioniert aber schon, also passt schon.
Das ist jetzt übrigens die Antwort auf die Frage, die ich am Anfang, auf die ich am Anfang eingegangen bin. Sind Jäger immer noch gut? Ja. Wie ihr hier seht. Wert 5, 28 Kills. Das hier ist wirklich grausam, wie der seinen Mörser einsetzt. Der ist völlig unprotected. Hinfahren, töten, mitnehmen oder ausschlachten. Stattdessen lässt du ihn einfach hier stehen und dein Hauptquartier ständig angreifen, Kollege. Du siehst ihn doch, der Punkt gehört dir. Fahr doch einfach hin und töte ihn. Stattdessen lässt sie dir dein Hauptquartier einfach abreißen. Einfach so. Du hast jetzt kein Popcap, oder? Oh Mann. Ja, das wird knapp. Töte ihn doch, was machst du denn? Lauf halt da drauf. Bevor er deinen Panther tötet. Dein Hauptquartier tötet. Wieso gehst du denn da nicht hin? Und jetzt, ihr, fahr drauf. Da ist nichts, was dich aufhält. Fahr einfach rein und töte es. Totale Zerstörung, mein Freund. Dein Gegner spielt voll Scheiße eigentlich. Der beschützt nichts von dem, was er hat. Ein koordinierter Push von dir und solche Gegner sind Fallobst. Der läuft ständig mit einzelnen Einheiten hier in der Gegend rum. Weiterer Vorteil übrigens von Jägern gegenüber Obersoldaten, sie kosten weniger Popcap. Oder? Wurde das mal geändert? Glaub nicht. Ja, okay, nur ein Popcap weniger. Das war früher schlimmer, aber trotzdem. Schieß da auf den Lux. Also beide Spieler haben hier das gleiche Problem. Sie machen keine koordinierten Angriffe. Deswegen zieht sich das Spiel jetzt hier auch hin wie Kaugummi. Nachfahren. Oder das Püppchen killen. Beides ist möglich. Stattdessen gehst du einfach wieder und kommst mit dem Panther. Also du musst deine Angriffe besser koordinieren. Definitiv. Hast alle Tools an der Hand, um das Spiel. Hättest das Spiel schon 10-mal entscheiden können, tust es halt nicht. Glaube ich einfach, die Übersicht nicht hast, um sowas zu tun. Das ist halt einfach eine Frage der Übung und so. Jetzt Motorschaden, Panther tot. Kill him. Du bist halt bei allem immer so ein bisschen zu spät dran, ne? Ich glaube, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, weil ich glaube, das wird jetzt für immer so weitergehen. Und der Typ würde über Siegmarken verlieren. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendein Fahrzeug stirbt, weil dazu, du machst immer nur so Einzelangriffe, das klappt halt nicht. Am Ende wirst du es gewinnen, aber ja. Also, ich kann ja schon mal mit dem Fazit anfangen. Es ist einfach halt, wie ich es am Anfang gesagt habe,
wenn du dich ein bisschen da anpasst auf deinen Gegner, was der tut, wenn du siehst, der geht Sniper, noch eine Infanterieeinheit raus und hart nach vorne pushen, weil dein Gegner viel weniger Infanterie hat als du. Das ist mal das eine. Oh, jetzt stirbt er doch, oder? Ja. Das ist das eine. Das andere ist, das Tagging ist nicht sinnvoll gewesen. Also geh entweder T2 mit Lux und dann gehst du Spec Ops into Kommando Panther. Also die zwei Sachen baust du. Wenn du den Lux bauen kannst, dann bau ihn auch und nicht erst in Minute 12. Oder aber du machst das eben nicht. Gibt ja auch Leute, die da keinen Bock drauf haben. Dann spielst du Tier 1, spamst Infanterie, baust dann dein Hauptquartier und haust ein P4 raus. Mit Overwatch. Das sind die zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie man am sinnvollsten spielen kann. Und dann läuft das auch, ne? Aber das, was du jetzt hier gemacht hast, ist weder Fisch noch Fleisch und dann musst du noch deine Angriffe besser koordinieren. Und dann, wenn du das beachtest, dann gewinnst du solche Spiele sehr, sehr schnell, weil der Gegner ist nicht gut gewesen. Jo. Und aus Höflichkeitsgründen sollte man nicht selber GG schreiben. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich selber relativ doof angestellt hat in dem Spiel. ja. Abgesehen davon ist deine Einschätzung natürlich richtig. Das Spiel ist jetzt durch. Weil du jetzt hier auch wieder dein P4 verlierst. Also wie gesagt, man sollte sich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man selber kein gutes Spiel gemacht hat. Und weil ich meine, nichts ist peinlicher, als wenn du jetzt GG schreibst und dann selber noch verlierst. Also spar dir das einfach. Es wird jetzt nicht passieren, aber dennoch. Tu es einfach nicht. Ist eine Arschloch-Aktion. Ja, aber ich denke, ich habe alles gesagt. Da ist noch einige Luft nach oben. Ja, ich denke, ich habe alles angesprochen, was es dazu zu sagen gibt. Das Spiel, ja, hast du jetzt halt trotzdem gewonnen, aber machst es dir halt selbst unnötig schwer. Und ja. Viel mehr fällt mir jetzt dazu auch gar nicht ein. Ich denke, das Spiel wird auch gleich vorbei sein. Aber du siehst, du warst jetzt für diesen Noob hier, hast du fast eine Stunde gebraucht. Hättest es aber halt auch in 10 bis 20 Minuten schaffen können, wenn du es ein bisschen optimaler machst. Ja. Ein bisschen nervig, dass der Typ jetzt halt nicht aufgibt, obwohl er absolut keine Chance mehr zu gewinnen. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du so arschlochmäßig GG schreibst, sorgt das eher dafür, dass die Leute nicht rausgehen und das Spiel mit Absicht in die Länge ziehen. Also, da tut man sich in keinerlei Hinsicht den Gefallen, wenn man sowas macht. Ja, so, das war's. Und, ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ja, wenn ich da zwischendurch manchmal so ein bisschen kritisch bin, dann seht mir das nach. Aber ich denke, wie gesagt, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Wenn man mir halt Replays schickt, dann muss man halt auch damit rechnen, dass ich was dazu sage, was aus meiner Sicht halt falsch läuft. Ich hoffe, nimmst es mir nicht übel und es hat dir hoffentlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geholfen. Und ja, vielleicht dem einen oder anderen, der ähnliche Probleme hat, auch. Und von daher wünsche ich immer viel Spaß, dann selber zocken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschö.